Leute reden? Na bitte denn nicht. Lies ruhig weiter. Lass dich ja nicht stören. Ach, schon wieder beleidigt, ja? Wenn ich mal Zeitung lese. Dabei sitze ich den ganzen Tag im Büro und arbeite und schinde mich. Bekomme mittags niemals was Warmes zu essen und... Und wer bekommt dir für abends immer etwas sehr Hübsches Warmes gekocht? Und er bringt sein sehr hübsches Geld immer nach Hause. Ja, ich weiß, ich weiß. Und wer läuft zu Fuß, um in der Straßenbahn zu fahren? Und wer rechnet mit jedem Pfennig? Und wer raucht nicht? Wer trinkt nicht? Und wer trägt nur geschenkte Krawatten? Mein süßes, süßes Paulchen. Ja, Putzer, was hast du denn eigentlich heute? Und heute ist vielleicht ein ganz besonderer Tag. Wieso denn heute? Du hast mich doch lieb. Ja, Putzer, ich hab dich lieb. Aber nicht, wenn du mich beim Zeitunglesen störst und beim Rasieren und wenn ich hier Frühstücke. Du, Paulchen, hör mal zu. Könntest du deinen Chef heute nicht um Gehaltserhöhung bitten? Aber jetzt fängst du schon wieder damit an. Weißt du, dass ich es dem alten Mann nicht sagen kann? Ja, ich weiß. Ja, außerdem lass mich doch zu Ende frühstücken, sonst komme ich noch zu spät ins Büro. Ja, du kannst es ihm nicht sagen. Deinen lieben, guten, rührenden Chef. Ist er auch, ist er auch. Warum nimmst du nicht eine andere Stellung an? Du hast doch selbst gesagt, dass euer Laden so unmodern ist. Ist er auch, ist er auch. Na bitte. Aber sieh mal, wenn man so lange Jahre bei einer und derselben Firma ist, dann verwechselt man doch schließlich mit dir. Wo man so lange sein Brot gefunden hat, wo ist denn der Zucker? Da zittert man schließlich um jeden Auftrag. Wenn zum Beispiel eines Tages wirklich der Schmidthenner käme... Schmidthenner, wer ist denn das? Der Schmidthenner, das ist der größte Exporteur, den wir haben. Den braucht jede Firma. Du Paulchen, und wenn der käme?
Glaubst du, dass du dann vielleicht im Monat 40 Mark mehr kriegen könntest? Wieso 40 Mark? Und du weißt doch, so viel müssten wir doch monatlich abzahlen. Für das Bett? Mhm. Ach, na, da sind wir ja endlich wieder bei dem Thema. Ich weiß schon, ein richtiges Bett, das auf seinen vier Beinen steht, das einem nicht immer auf den Kopf fällt, wo man nicht jeden Tag extra die Wäsche festschnallen muss und... 40 Mark? Hm? Also schön, ich werde es versuchen. Morgen, Fräulein Schliefke. Guten Morgen, Herr Quilitsch. Morgen, Herr Semmerer. Morgen, Herr Quilitsch. Na, die Post kümmert sich heute niemand. Kollege Migge scheint sich zu verspäten. Ein einziger Brief. Herr Semmerer, in einem einzigen Brief kann der größte Auftrag enthalten sein. Ja, ja, ja. 50 Steckkissenbabys, 30 Mohrenkinder, die mit den Ohren wackeln können, 40 laufende Mäuse. Erbitten wir per Nachname. Einer, der sofort bezahlt. Also wahrscheinlich 40% Rabatt. Aber was reden Sie so lange? Machen Sie doch die Kommission fertig. Fräulein Schliefke besteht in Erhalt und Ausführung des sehr geschätzten Auftrages. Soll ich außerdem heute Vormittag noch den Mahnbrief an Stamping, Lübben und Co. schreiben? Sie wissen sehr genau, dass Herr Paroschel verboten hat, Stamping, Lübben und Co. zu mahnen. Unsere Firma hat seit 1842 nicht gemahnt und wird auch in den nächsten 100 Jahren nicht mahnen. Wenn sie bis dahin nicht sanft entschlafen ist. Ha? Moin, Kinder. Moin. Na, was ist denn los? Was ist denn nur kaputt? Wo ist der Migge? Kollege Migge scheint sich zu verspäten. Kollege Migge scheint sich zu verspäten. Die Welt geht unter. Was? Nur sagen Sie bloß noch, Paroschel hätte geheiratet. Ach, was haben Sie denn da für ein knuspriges Püppchen? Meine Herren, wenn ich das sehe. Die Kunden schmeißen einen ja raus, wenn man mit solchen alten Ladenhütern kommt. Na, na, Herr Peppel, ich möchte doch widersprechen. In unserem Hause ist schon mancher Vertreter reich geworden. Ach, vermutlich, wenn das große Los gewonnen hat, was? Schliefke, wie geht's denn? Ach, na, entschuldigen Sie. Kommt ja nicht wieder vor, nicht? Wird hier alles anders. Der Krempel wird geräumt. Ich verkaufe den ganzen Lager, was sagen Sie nun? Ja, ja, vor Ihrer letzten Reise haben Sie ja auch so angegeben. Ach. Ja, und dann haben Sie mehr Spesen als Umsatz gehabt. Falls Sie das vielleicht als einen Vorwurf gemeint haben sollten, Herr Quilitsch, ne, so kann ich Sie mit einem Wort zum Schweigen bringen. Na, na, was ist denn das für ein Wort? Ja, da sind Sie wohl gespannt, ne? Hier. Guten Morgen. Morgen, Herr Paroschel. Mücke, kommen Sie dann gleich mit der Post zu mir. Herr Junker Paroschel, Herr Mücke ist noch nicht da. Noch nicht da? Noch nicht im Büro? Tatsächlich. Andererseits, was könnte ihm passiert sein? Der Mann ist jung verheiratet, Herr Paroschel. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Herr Peppelweh, das sind Anzüglichkeiten und ich möchte Sie ersuchen, dergleichen in meinen Räumen zu unterdrücken. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Paroschel, aber ich habe hier etwas viel Wichtigeres. Andererseits, junger Mann, merken Sie sich das eine. Das Wichtigste im Geschäftsleben ist Pünktlichkeit. Ist der Alte schon da? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Paroschel. Merken Sie sich das eine, junger Mann. Das Wichtigste im Geschäftsleben ist Pünktlichkeit. Herein. Die Post, Herr Paroschel. Mücke, womit wollen Sie sich rechtfertigen? Das war so, Herr Paroschel. Meine Frau... Frau. Andererseits, Mücke, merken Sie sich eins. In der Zeit zwischen 8 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags hat ein Geschäftsmann keine Frau zu haben. Jawohl. In dieser Zeit muss es sein, als lebte sie nicht. Jawohl. Sie lebt aber. Ich meine, sie lebt sehr... Das ist nämlich so, Herr Paroschel, wir zwei, also meine Frau und ich, sind zwei. Das stimmt. Vorläufig. Wieso?
Das ist nämlich so, meine Frau hat mir gesagt, ich sollte sagen, ich meine nur, weil ich doch so lange Jahre schon bei Ihnen bin und in Anbetracht meiner langen Dienstzeit, ob ich da vielleicht 40 Mark monatlich, ob ich vielleicht 40 Mark monatlich mehr... Mögis, Sie verwirren mich. Jawohl. Andererseits, warum wollen Sie 40 Mark? Vielleicht, weil Sie unpünktlich sind? Andererseits, warum sonst und weshalb? Meine Frau, Herr Baruselli, ich muss an meine Frau denken. Und dabei vergessen Sie Ihren alten Chef? Nein, 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 Herr Baruselli. Ich möchte sagen, im Gegenteil, wir haben ganz besonders an Sie, weil es handelt sich um das Bett. Was für ein Bett? Meine Frau und das Bett. Oh, was geht mich dieses Bett an? Ja, und die 40 Mark, die sind ja gerade... Wie soll ich Ihnen 40 Mark geben? Gewiss, ich könnte es Ihnen geben, bestimmt. Oh, ja, dann danke ich Ihnen sehr. Andererseits müsste ich aber Schulden machen. Möge, ich müsste Schulden machen. Nein, 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 Herr Baruselli, dann bitte nicht, das kann ich gar nicht annehmen. Achtung, 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 jetzt kommt der kleine Sonnenschein. Sie haben vergessen anzuklopfen, Herr Pöppelwieder. Die Augen auf, die Herzen auf, das Glück trat über die Schwelle. Sonderbare Redensart. Wissen Sie, was ich hier bringe? Ihre Privatkorrespondenz interessiert mich gar nicht. Das ist keine Privatkorrespondenz. Die Geschäftskorrespondenz pflegt Herrn Mücke zu bringen. Ich sage nur das eine Wort, Schmidhenner, Hamburg. Schmidhenner? Hamburg? Ja, ich, der arme, verkannte Pöppelwieder, habe Schmidhenner nach Berlin geholt. Heute Abend ist er da, na, was sagen Sie nun? Ist das sicher? Ach, na sicher, bombensicher, na hier ist doch die Zusage. Was Pöppelwier macht, macht er Gold richtig, was? Also kann ich mal jetzt meine Vorschläge unterbreiten, nicht? Zunächst mal großer Empfang, ne? Zimmer mit Bad Monopol, natürlich Doppelzimmer, ne? Man kann ja nicht wissen, was? Alles auf unserer Rechnung spielt ja gar keine Rolle. Na Möge, was ist denn los? Verstehen Sie ja rum, tun Sie mal endlich was, was? Na, rufen Sie an, bestellen Sie Zimmer, telefonieren Sie. Nein, nicht telefonieren. So ein Zimmer muss man persönlich aussuchen. Das kann man nicht irgendeinem Hotelangestellten überlassen. Als ich das letzte Mal in einem Hotel wohnte, ich glaube, es ist schon ziemlich lange her, da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Der Wasserhahn tropfte. Scheißlich, so ein fließendes Wasser. Also schön, dann suche ich das Zimmer eben persönlich aus, nicht wahr? Habt ihr auch mehr Erfahrung in solchen Dingen? Ganz groß, nicht? Riviera-Atmosphäre, tolle Frauen, wie das eben so ist in der großen Welt. Mir ist lieber möglich, Sie gehen mit das Zimmer aussuchen. Ich gebe Ihnen hier 20 Mark. Ja, 20 Mark sind ein bisschen wenig. Also 30 Mark. Man weiß ja nicht, was so etwas kostet. Und Sie suchen ein sehr schönes Zimmer aus für Herrn Schmidhenner aus Hamburg. Ach, diese ewigen geschäftlichen Besprechungen. Hat wieder schrecklich lange gedauert gestern, was? Ja, aber Liebling, du weißt doch, immer mit diesen alten Herren im Wandsbek ins Geschäft kommt, nicht? Und dann rauchen sie dicke Zigarren und da muss man ewig trinken. Obwohl du doch so ungern trinkst. Aber das ist es ja eben. Du sag mal, wieso, Wandsbek, hast du nicht gestern was von Harvestehude gesagt? Harvestehude? Mhm. Wieso? Doch, ja, ja. Aber natürlich, Wandsbek. Ich habe doch noch den alten Toms nach Hause bringen müssen. Ach, den alten Toms? Ja, ich sah dir, der hat eine Schlagseite gehabt. Oh, mein Schädel. Ach, mein armer Liebling. Na, nun hast du es ja bald hinter dir. Wieso denn? Am Mittwoch sind wir doch schon in Florenz. Ach ja, das ist ja herrlich. Elise soll mir doch einen sauren Hering bringen. Und dann weißt du, mit Florenz am Mittwoch, das wird noch nichts werden. Och. Nein, 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 ich muss ja vorher noch nach Berlin. Muss denn das sein? Ja, das muss sein, ich habe doch schon zugesagt. Ach, Fritzchen, du bist viel zu abgearbeitet, ja. Wirklich. Mhm. Man muss auch mal an sich selber denken. Ja, das tue ich ja, deshalb will ich einen sauren Hering haben. Mach dir schnell noch einen kalten Umschlag. Ja. Hm? Und was man zugesagt hat, kann man ruhig absagen. Kann man eben nicht. Jetzt will ich vor allen Dingen erstmal wieder schlafen. Bitte, Fräulein, ein Telegramm nach Berlin. Nee, die Tasche gehört uns nicht. Aber Fräulein, wenn ich Ihnen doch sage, das ist die Tasche von Ihrem Herrn, seine Dame. Dem Herrn, seine Dame, die kenne ich doch wohl nicht. Und der muss sich doch auch Ihre Taschen kennen. Wenn Sie vielleicht Ihre schönen Augen mal ein bisschen weiter aufmachen würden, um mal genau zu gucken, vielleicht, dass Sie die Tasche dann doch wieder erkennen, ne? Nee. Dann machen Sie mal einen Punkt. Wollen Sie mich vielleicht in den Arm nehmen? Ach, wo? Na, zweimal habe ich die Herrschaften gefahren. Zuerst in die Kakadu-Bar. In die Kakadu-Bar? Natürlich, und von da wieder nach Haus. Und dass die beiden bannig ineinander verliebt waren und dass so eine Tasche dabei mal runterfällt, na, das kann ja mal vorkommen. Wieso? Was kann vorkommen? Das ist doch gar nicht Ihre Handtasche, Gnefrau, nicht? Na, und der Chauffeur, der sagt, Sie hätten sie gestern im Auto vergessen. Nee, nee, Sie sahen doch gestern ganz anders aus. Das sind Sie doch überhaupt gar nicht. Na, Fräulein, das ist ein falscher Irrtum. Aber Mann,
Eben haben Sie doch noch gesagt, dass Sie Herrn Schmidhenner und die Dame hierher gefahren haben. Herrn Schmidhenner, ja, aber die Dame doch nicht. Doch, doch, ja, das wird schon stimmen. Mein Mann hat gestern noch Frau Thumsen nach Haus gebracht. Der wird wohl die Tasche gehören. Ja. Vielen Dank. Bitte. Na, sehen Sie, es ist nicht die Tasche von meiner Dame. Bringst du mir den Umschlag, Liebling? Ja, Liebling. Du bist so nett zu mir, das verdiene ich eigentlich gar nicht. Das scheint mir allerdings auch so. Ja? Was ist denn das hier? Komische Frage. Tasche natürlich. Eine Damenhandtasche. Geschmackloses Ding. Du würdest so etwas nicht tragen. Ich habe sie auch nicht getragen. Ein Chauffeur hat sie eben gebracht. Der alte Thomsen hat sie nämlich heute Nacht in deinem Taxi liegen lassen. Ah, der alte Thomsen, sieh mal einer an. Wer hätte das gedacht, dieser schwere Nöter? Ja, gerade wenn ein Mann glücklich verheiratet ist, macht er mal eine Dummheit. Nur um zu sehen, wie gut es zu Hause hat. Sind wir glücklich verheiratet? Aber Liebling, du wirst doch nicht annehmen, dass... Du sagst bloß nicht immer Liebling zu mir in solchen Situationen. Sag lieber die Wahrheit. So gut, die Wahrheit ist, dass das mit der Tasche ein Irrtum ist. Aha. Na ja, die Tasche muss eben schon vorher in der Taxe gelegen haben. Ach, natürlich. Ich bin bloß gespannt, was du in Berlin alles finden wirst. Bitte, wenn du es wünschst, dann werde ich dir heute Abend mit dem alten Parussell zusammen eine Ansichtskarte schreiben. Und dazu müsste ja nun der alte Parussell nach Hamburg kommen. Was? Ich habe ihm nämlich abtelegrafiert. Was? Das ist ja eine Überraschung. Sag das nochmal. Wie bitte? Abtelegrafiert. Ich will auch mal was von meinem Mann haben. Also jetzt fahre ich gerade. Ich denke nicht daran, mir in meine geschäftlichen Dispositionen hineinreden zu lassen. Mhm. Geschäftliche Dispositionen. Nun sieh mal einer das fleißige Lieschen an. Sie wollen wohl die 5 Minuten von heute Morgen wieder einholen. Ha? Kommen Sie mal mit, der Chef sieht es ja doch nicht mehr. Lassen Sie mich bitte zufrieden, ich muss das hier noch zu Ende rechnen. 25, ob ich den Schmidhenner vom Bahnhof abhole 10, und 8, ins Hotel bringe, 22, das wäre doch eigentlich aufmerksam. 20, fragen Sie mich, so, das wissen Sie doch viel besser. Das Dumme ist nur, dass ich den Mann überhaupt gar nicht kenne. Aber Sie werden ihn doch herausfinden, bei Ihrer Witterung für die Atmosphäre der großen Welt. Na, ist hier noch jemand hier? Ein Telegramm ist abgegeben worden. Ja, Telegramm am Abend, erquickend und ladend. Da wollen wir mal sehen. Was ist denn los? Was ist denn los? Nichts ist los. Andererseits ist alles los. Was, der Schmidhenner kommt gar nicht? Ach, das ist zum Kotzen. Morgen kaufe ich mir einen Sonnenschirm, damit das Glück mich nicht so bescheint. Das muss uns passieren. Tja, sehen Sie, so geht's einem. Da hat man nur eine große Schnauze, wenn man denkt, dass damit besser geht. Na, also, gehen wir morgen eben wieder auf Tour. Ach, dabei hätten wir uns alle schon so auf den großen Auftrag gefreut. Was heißt gefreut? In der Tasche habe ich ihn schon gehabt. Wollte mal der Freundin, der Ziebusch... Ach, die kennen Sie gar nicht, was? Nee. Oh. Der wollte ich was kaufen. Das heißt, Sie wollen sich was kaufen. Na. So. Ich wollte mir auch was kaufen. Zu Ihrem heutigen Hochzeitstage zu gratulieren. Vor nunmehr einem ganzen Jahr sind Sie nämlich in den heiligen Stand der Ehe getreten. Putze, Liebling, das habe ich ja total vergessen. Ach, ich bin wirklich ein Trottel. Bist du sehr böse auf mich? Nein. Was ist denn das Kleid hier? Selbst gemacht. Wie gefällt es dir? Selber gemacht? Mhm. Das ist ja fabelhaft. Ich kriege ja direkt Hochachtung von mir selber. Vor dir? Dass ich so eine Frau habe. So ein Putzel, was? Wirklich? Wirklich. Du, und darf ich da noch anderen Männern gefallen? Oder bist du dann eifersüchtig? Oh, eifersüchtig, glaube ich, bin ich so. Na, ein klein bisschen. Rasend. Putzel. Ja, ich komme ja schon. Setz ab! So, und jetzt mach mal die Speisekammer auf. Was? Noch eine Überraschung? Mhm. Ach, diese Schlemmerei. Buletten? Buletten. Auch
auch selbst gemacht. Und alles für die 40 Mark. Ach, Putzel, die 40 Mark. Der Schmidtener kommt ja gar nicht. Was, der kommt nicht, der große Exportscheiß? Nee, denkt ihr, gerade wie ich aus dem Büro gehen will, da kommt das Absagetelegramm. Ach, so eine Gemeinheit, kommt nimmer. Ja, und dabei hätte er uns so schön aus der Patsche geholfen. Ich habe nämlich mit Parussell gesprochen heute, wegen deinem Bett. Ich meine, wegen unserem Bett. Wegen der 40 Mark, meine ich. Na und? Naja, der Parussell, der hat doch kein Geld. Sagt er. Und der Exportscheiß hat doch auch versetzt. Na, wir wollen uns jedenfalls unsere gute Laune nicht stören. Nein. Bitte? Nehmen Sie Platz, Herr Mücke? Nach Ihnen, Frau Putzel? Und dabei hatten wir schon das Zimmer für ihn besorgt. Wo denn? Im Monopol. Hm, Hochfein. Was ist denn das? Cocktail. Hochfein. Selbst gemacht. Schade um das schöne Geld. Für den Cocktail? Nein, für das Zimmer. Was, bezahlt er für das Zimmer auch schon? Ja. Und weißt du wer? Ich. Ich habe das Zimmer ausgesucht. Mit Pöppelwiehe. Du? Ja. Wie ist es denn da? Ganz groß. So Riviera-Atmosphäre. Tolle Frauen. Wie das eben so ist in der großen Welt. Du, Paulchen. Aber was ist denn? Ist das richtig bezahlt? Was, das Zimmer? Natürlich. 22 Mark. Was, pro Tag? Komm, jetzt wollen wir essen. Für 22 Mark pro Tag mit ja. Bad, nicht? Natürlich mit Bad. Na, solche Leute, die baden doch immer zu. Und das Bad, was für ein Bad, sag ich dir? Lauter Marmor. Du. Ja. Ich habe eine Idee. Hm? Sag, kann ich mir was wünschen? Was denn? An einem Tag wie heute kann eine Frau sich doch alles wünschen, nicht? Du, lass uns doch das Hotelzimmer nehmen. Wir? Warum? Warum nicht? Ganz große Welt, Riviera-Atmosphäre, Marmor. Ich bin doch auch eine tolle Frau, nicht? Du bist ja nur ein Putzel. Du sei nicht frech. Und übrigens ist das Zimmer bezahlt und steht leer. So etwas ist Verschwendung. Oder kriegt ihr das Geld zurück? Ach, bezahlt ist doch bezahlt. Na eben. Die 22 Mark müssen ausgenutzt werden. Du, tu mir einen Gefallen. Bevor wir essen, zieh dir deinen Smoking an. Oh, nein, ich hab's eigentlich Hunger. Na bitte, bitte, nur für mich, heute Abend. Ich finde Männer im Smoking so festlich. Oder alles Smoking, aber kein steifes Hemd. Nein, brauchst du nicht. Na, und rasieren tue ich nein, mich brauchst auch du auch nicht, aber jetzt geh schon. Wo ist die schwarze Krawatte? In der linken Lade. In der linken? Was machst du denn da? Nichts, Liebling, nichts. Ich beginne nur zu essen. Beeil dich. Putzel, komm, hilf mir doch mal binden, ja? Ja, ich helfe dir schon. Hm. Gott, siehst du fein aus. Ja? Mhm. Du müsstest immer Smoking tragen. Ich glaube, dein Schmidtener sieht auch nicht besser aus. Ja, man ist ja auch wer, ne? Mhm. So, und jetzt nehmen wir den Koffer und feiern im Hotel weiter. Nein, bitte, bitte, den Gefallen musst du mir. Und außerdem habe ich vergessen, dir zu erzählen, dass das Unglücksbett schon wieder nicht funktioniert. Wieso, was ist denn damit passiert? Ich weiß nicht. Der Mechanismus ist kaputt. Du siehst, wir können also gar nicht hier schlafen. Ja, aber wie stellst du dir das vor? Ich kann doch nicht ins Hotel gehen. Der kennt mich doch gleich wieder, dieser Direktor da, mit dem als ob da nicht dauernd Leute aus- und eingehen. Du, und übrigens müssen wir uns gar nicht zusammen zeigen. Wieso? Wir fahren mit der Trambahn, ich steige eine Haltestelle früher aus, nehme mir ein Taxi und du kommst mir einfach aufs Zimmer nach. Was, und du traust dich da allein rein in so ein feines Hotel? Ich? Hm. Tolle Frau. Putzel. Und übrigens ist das Zimmer doch bezahlt. Na, da müssen wir da erst packen und... Ist schon gepackt. Das ist schon gepackt? Mhm. Und mein Hunger und meine schönen Buletten. Die packst du dazu und das Brot und den Salat auch. Ich hole noch erst die Zahnbürsten. Das Zahnbürsten und Taxi und Buletten und tolles Weib und alles hier rein. Ist alles auch so verwirrend. Frau Schmidtener? Schmidtener, jawohl. Zimmer 62. Ach, ganz recht. Zimmer 62. Na, du renn doch nicht so. Wieso? Ich renn doch gar nicht. Es geht doch keine Dame. Sag mal, wie meinst du das? Ach, denk doch daran, was ich dir gesagt habe. Große Welt, Revieratmosphäre. Also du brauchst mir doch nicht zu erzählen, wie man sich in der großen Welt benimmt, ach, nicht? Ich werde doch wohl...
Hm? Ich würde wohl noch ein Wort sagen dürfen. Ja, aber doch nicht hier auf der Straße. Na, sei schon still. Ich bin doch still. Na, also. Na, bitte. Na, was ist denn? Außerdem können wir jetzt gar nicht rein. Warum? Da kommt jemand, den ich kenne. Tag, Mücke. Tja. Ja. Schöner Abend, was? Ja, es hält sich. Ja. Wollen wir hoffen, nicht? Tja, darf ich übrigens vorstellen, ja. Kollege Mücke von Herrn Ziebusch. Habe ich euch schon viel davon erzählt, ja. Sehr erfreut, Herr Mücke. Ja, na, was ist denn? Meinte nur. Ach so, ja. Na, was machen Sie hier so mit dem Koffer? Ach so, ja. Ein paar Flaschen Wein drin, nicht wahr? So eine kleine Feier haben wir. Ja, ja, wie das so ist, nicht? Tja. Tja. Ja. Ja, na und Sie? Ich? Auch so was Ähnliches vor, was? Ach so. Sie da so Smoking? Na, das trägt man ja so ab und zu, nicht? Große Welt. Ja, 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 ist schon gut. Auch eine kleine Feier. So. Ja. Zieh mal eine an. Ja, ja. Na. Was? Wie? Nein, nein. Ach, na ja, so wollen wir uns gar nicht länger gegenseitig aufhalten, was? Wir sehen uns ja morgen. Ja, im Büro. Ja. Also, Tag, Mücke. Tag, Tag. Tag, Tag. Tag, Tag. Ja. Tag, Mücke. Wiedersehen. Warum haut denn der Kerl nicht ab? Was hat er denn jetzt überhaupt noch umzugucken? Na, nach wem wird der sich wohl umgucken? Hm? Nur bitte. Nun, so sei schon still, ja? Na, was ist denn? Psst, komm rasch. Ja. Schon wieder da, was? Ja, ich bin wieder da. Ich hab noch was zu besorgen. Ach, das ist ja drollig. Wir nehmen mich auch. Ja. Gerade, ja, eben. Ja, also dann auf Wiedersehen. Vergnügten Abend, ja. Nicht? Ja. Vergnügten Abend. So. Verzeihung. Ja. Entschuldigung. Ja. Schwitener? Nein, der kann nicht sprechen. Ich wollte sagen, den können Sie nicht sprechen. Den kann ich nicht sprechen? Andererseits hätte ich eigentlich das Bedürfnis gehabt, meine gnädigste Herrn, Ihren Herrn Gemahl zu begrüßen. Wer spricht denn da? Ach du liebe Zeit, das habe ich noch nicht gesagt. Entschuldigen Sie bitte, aber das Telefon ist für mich ein gewisses Hemmnis. Verehrte Gnädigfrau, mein Name ist Parussel. Parussel? Wissen Sie vielleicht, gnädige Frau, dass Sie, Herr Gemahl, mir das Vergnügen machen wollten? Selbstverständlich, ich weiß. Ich weiß ganz genau, wer Sie sind, Herr Parussel. Entzücken, glücklich zu preisen, jener Mann, dessen Frau die Sorgen mit ihm teilt. Gewiss, Herr Parussel. Mein Mann erzählt mir alles, was in seinem Büro vorgeht. Ich wollte sagen, was in seinem Geschäft vorgeht. Ja, gewiss, gewiss, lieber Herr Parussel. Ja, und wenn ich Herr Schmidthenner wäre, ich... Doch! Ich wollte sagen, wenn ich mein Mann wäre, also wenn es nach mir ginge, ich würde Ihnen alle Aufträge geben. Alle? Tatsächlich? Alle Aufträge? Mir? Verzeihen Sie, andererseits, meine liebe Gnädigste, könnte ich... Hallo? Hallo? Wo sind Sie geblieben, meine Gnädigste? Ich wollte Ihnen noch einiges mitteilen. Hallo? Ich bin die Frau vom Amt. Hallo? Wie können Sie mich gerade jetzt unterbrechen? Wie? So dumm! Was sagst du? Dein Chef. Wie habe ich das gemacht? Ich bin halb verrückt geworden vor Angst. Herein! Was wollen Sie denn? Es hat geklingelt. Das ist ein Irrtum. Dann bitte ich zu entschuldigen. Du kannst doch nicht einfach im Namen von Schmidt... Was hast du denn? Ich habe ihm doch gar keinen Auftrag gegeben. Ach, das fehlte mir noch gerade. Dann hätte ich auch... Herein! Was wollen Sie denn? Es hat geklingelt. Das ist ein Irrtum. Dann bitte ich zu entschuldigen. Direkt unheimlich, was? Das ganze Personal marschiert auf. Ich sag dir, die haben schon was gemerkt. Herein! Was wollen Sie denn?
Es hat geklingelt. Wir benötigen zwei Papierservietten. Papierservietten werden bei uns leider nie verlangt. Dürfen es richtige Servietten sein? Nein, dann danke ich. Benötigen wir die gefrorene Weinkarte? Nein! Wir gehen nachher noch in die Bar. Bitte sehr, gnädige Frau. Zimmer ist schon reserviert. Auf welchen Namen bitte? Schmidt-Henner Hamburg. Schmidt-Henner Hamburg. Jawohl. 62. Die Frau ist bereits oben. Ist bereits oben. Moment, Moment mal. Wer ist oben? Ihre Frau Gemahlin. Er ist da, hm? Ja, es ist ein Irrtum. Sie halten mich wie ein Schmidt-Henner. Nicht, nein. Ich habe nur geschäftlich mit ihm zu tun. Ja. Oh, verzeihen Sie natürlich. Ja. Page. Was ist denn? Was ist? 371. Jawohl, 371. Was machen Sie denn? Hallo, Moment. Hallo. Na, nun lass doch. Na, jetzt kannst du doch sowieso nichts mehr ändern. Benimm dich. Große Welt, hä? Ich find's wunderbar. Komm. Also, nie wieder klingeln. Nie wieder klingeln. Und nie wieder telefonieren. Nie wieder telefonieren. Was malst du denn da? Ich mach mich fertig. Wir wollen noch in die Bar. In die Bar? Na, tanzen. Wozu sind wir denn hierher gekommen? Wir wollen doch erst essen. Ach, Barchen, du bist grässlich. Immerzu denkst du nur ans Essen. Wieso denn immerzu? Ich arbeite doch den ganzen Tag im Büro. Dann komme ich nach Hause, muss ich mir plötzlich ein Smoking anziehen, dann fahren wir hier mit der Straßenbahn hier und jetzt soll ich auch noch tanzen. Kann ich tanzen ohne Essen. Ach. Sag, was machst du denn eine Stunde lang an dir rum? Na, ich mach mich schön. Das dauert eben seine Zeit, nicht? Na. Hast du ja auch stundenlang gebraucht, bis den Fummel da angezogen hast. Fummel? Na, nun mach aber mal einen Punkt. Du hör mal, das ist mein bestes Stück. Na, sieht's ja auch aus wie eine Großbürstin. Tja, sag mal, Pöppi, gefall ich dir denn etwa nicht? Nur bitte, sieh mich doch mal an, hä? Ach, doch, süß. Na ja, ne, du hast doch selbst gesagt, Riviera-Atmosphäre, große Welt. Gott, man weiß eben, was sich gehört. Erst sagt er zu, dann sagt er ab. Dann ist er plötzlich da, Rindekartoffeln, raus ist der Kartoffel, wieder Rindekartoffeln. Na, moderner Geschäftsmann. Das verstehst du eben nicht. Nee, du hast wohl mehr Erfahrung. Na, hör mal, Pöppi, der hätte mir längst dieses graue Kostüm mit den Knöpfchen runter, nicht? Das hat der mir längst gekauft. Na ja, kannst ja mal fragen, vielleicht tut das. Ach, na, bis jetzt habe ich ja immer, Gott sei Dank, gewartet, bis ich gefragt wurde. Schlimme ist nur, wenn ich schon mal Ja sage, erwische ich meistens den Falschen. Als wie ich, ja? Ja, verstehe ich. Was ist denn? Du stopfst doch nicht immer gleich. Du, Pöppi, komm doch mal her, guck doch mal. Sag mal, soll ich dies Armband nehmen oder dies? Also, ich mache da Vorschlag. Nimm auf jeden Arm eins. Du, das ist eine gute Idee. Weißt du was? Hä? Ich rufe den Mann einfach an. Na was denn? Du willst einen Schmidt-Henner anrufen? Na, warum denn nicht? Immer mumm. In solchen Dingen ist dein Pöppi ganz groß. Tja, aber du, ich flehe dich an, quatsch bloß nicht so lange. Schließlich bin ich ja hier, um mich zu amüsieren. Ja, später. Dienst ist Dienst und Wurscht ist Wurscht und Geschäft ist Geschäft. Ich brauche nur ein Häppchen und dann gehen wir runter tanzen, ja? Das Telefon. Du gehst aber nicht an. Aber nein, ich habe das ja versprochen. Wer kann das sein? Man wird ja ganz verrückt. Und das lässt sich ja leicht feststellen, wenn du mich ranlässt. Du bleibst sitzen. Ich habe die gewünschten Papierservietten beschafft, gnädige Frau. Danke. Ja, mir auch schon so ein bisschen. Das Telefon. Ah, ja, das haben wir auch schon gehört. Verzeihung. Ja. Jetzt aber nichts wie raus. Sofort pack den ganzen Kram hier zusammen. Was spioniert denn dieser Kerl hier rum? Das ist ja gar kein Ober, das ist ja ein Hoteldetektiv. Frauchen, du siehst weiße Mäuse. Ich finde es hier sehr gemütlich. So, wir sitzen auf einem Pulverfass am Rande des Zuchthauses und du findest es gemütlich. Ja. Also du packst jetzt oder... Oder? Bitte sprich ruhig weiter, oder? Oder ich packe. Meld sich kein Mensch. Na nun lass doch auch schon endlich den Quatsch. Hallo? Ach komm, wir gehen tanzen, ja? Du, unten ist so eine aufregende Musik. Ach, aufregende Musik? Für mich ist Geld aufregende Musik. Ach, da bist du ja aber reichlich unmusikalisch. So. Ich mache dich darauf aufmerksam, dass ich jetzt gehe. Bringst du ja doch nicht fertig. So, das wollen wir mal sehen. Ja, das wollen wir sehen. Ich gehe. Ich bemerke nichts dergleichen. Dann gehe ich. Bitte? Ach so. Ja,
Herr Schmidhenner aus Hamburg? Für Sie ist doch ein Zimmer reserviert. Ja, Nummer 62. Ganz recht, Nummer 62. Reserviert? Nee, die Frau ist bereits oben. Meine Frau ist bereits... Das dürfte doch wohl ein Irrtum sein. Nein, durchaus nicht. Die gnädige Frau ist eingetroffen. Ja, 62, Fräulein. Bitte läuten Sie noch mal, ja? So stark Sie können. Sie muss sich doch melden. Es ist nämlich so, wissen Sie, eigentlich soll sie sich nicht melden, aber wenn Sie ganz stark läuten, bitte, Fräulein, dann bitte, ja. Ja, bitte Zimmer 62. Ja, danke schön. Ich nehme schon selbst. Oh, Verzeihung. Bitte. Verzeihung, gnädige Frau, wenn ich noch einmal störe. Aber das ist doch hier Zimmer 62. Allerdings. Und? Man sagte mir unten, das Zimmer sei auf den Namen Schmidhenner reserviert. Ja. Warum interessiert Sie das? Persönliche Neugierde. Ich bin nämlich ein sehr wissensdurstiger Mensch. Habe ich die Ehre mit Frau Schmidhenner? Wie bitte? Ich fragte, ob ich die Ehre mit Frau Schmidhenner habe, aus Hamburg. Ach so, Frau Schmidhenner? Ja. Ja, gewiss, bitte. Um was handelt es sich? Aber warum denn so fremd? Wir kennen uns doch. Ich kenne Sie? Ja. Ist denn das die Möglichkeit? Doch, ganz genau sogar. Ich kann Sie bloß im Moment nicht recht unterbringen. Ach Gott, das wird sich schon finden. Übrigens, unterbringen tue ich mich immer selbst. Hier ist ja auch Platz genug. Entschuldigen Sie, vielleicht macht mich das Klingeln so nervös. Ach, das Klingeln macht Sie nervös. Oh Gott, das kann man ja verstehen. Da wollen wir doch mal hören, wer da eigentlich klingelt. Nein, nein, das darf ich nicht. Was? Das heißt, ich will nicht. Aber das Klingeln wollen wir wenigstens abstellen, nicht wahr? So. Und nun wollen wir versuchen, unser Gedächtnis wieder etwas aufzufrischen. Also, wer bin ich nun? Ich weiß nicht. Immer noch nicht? Oh, mein armer Liebling. Hast du mich denn wirklich ganz vergessen, wo wir doch zusammengehören? Wieso? Wer sind Sie denn? Schmidhenner aus Hamburg. Dein eigener Mann. Was machen Sie denn da? Sie können doch nicht einfach hier bleiben. Warum kann ich denn nicht einfach hier bleiben? Es ist doch schließlich mein Zimmer. Oder erwarten Sie noch jemand? Nein. Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe. Aber kleine Frau, wir werden doch diese nett begonnene Bekanntschaft nicht gleich wieder beenden. Nein, 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 nein. Heute Abend bleiben wir schön zusammen. Das kann ich nicht. Warum? Das heißt, ich denke gar nicht dran. Verzeihen Sie bitte, ist Herr Schmidhenner überhaupt im Hause? Herr Schmidhenner? Ich denke ja, ich habe ihn nicht weggehen sehen. Der Schlüssel ist oben. Ist oben. Ah ja, Dankeschön. Wollen Sie jetzt nett und artig sein oder wollen Sie es nicht? Das, was Sie nett und artig nennen, nicht. Ich warne Sie, kleine Hochstaplerin. Wenn ich jetzt nach dem Geschäftsführer klingel. Nein, bitte, bitte nicht. Na also, das klingt doch schon viel besser. Ich möchte Sie doch mal richtig kennenlernen. Schließlich sind Sie doch meine Frau, nicht wahr? Jetzt setzen wir uns gemütlich unten in die Bar, da werden Sie mir erzählen, wer Sie eigentlich sind und wer Sie auf die schiefe Ebene gebracht hat. Wenn Sie mich zwingen? Zwingen. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass ich dann gehen kann. Können Sie gleich wieder gehen. Und nur auf eine Stunde? Nur auf eine Stunde. So, jetzt ziehe ich mich nur noch um, damit ich auch zu Ihrem reizenden Abendkleid passe. Soll ich klingeln? Ich kann doch nicht im Zimmer bleiben, wenn Sie sich umziehen. Also gut, dann lassen Sie schön Ihre Sachen hier und warten unten in der Halle auf mich. Thank you.
Haben Sie vielleicht den Herrn im Smoking gesehen, der vor ungefähr einer Viertelstunde hier herunterkam? Gewiss, nee, Frau. Er ist hier hinaufgegangen. Danke. Sag mal, hast du eine Dame gesehen mit so einem Abendkleid mit Spitzen dran? Ja, ich glaube, Sie wurden soeben von der Dame gesucht. Sie ist hier hinaufgegangen. Darauf! Danke. Ach, hier haben Sie auf mich gewartet. Das ist nett von Ihnen. Ich habe schon gedacht, Sie wären vielleicht doch noch ausgerückt. Bitte. Wollen wir uns nicht an diesen Tisch setzen? Ach nein, lieber an den. Warum denn nur wieder an den? Na, da wäre ich besser gesehen. Was musst du denn nur schon gesehen werden? Ich meine, da sehe ich besser, nicht? Na ja, schön, gut, ja. Von mir aus setz dich hin, ja. Ich sitz ja schon. Ich werde vielleicht noch ein Wort sagen. Also bitte, nicht? So laut, ja. Also bleib sitzen, warte, bis ich wiederkomme. Bitte, die Frau, die Weinkarte? Ah, die Weinkarte, ja. Oh, das wäre aber schade. Dieses entzückende Kleid. Wo haben Sie das überhaupt machen lassen? Machen lassen? Mhm. Das habe ich doch selbst gemacht. Ach, was ich so alles von meiner Frau höre, selbst gemacht? Mhm. Selbst und ganz allein. So. Wieso? Gefällt es Ihnen nicht? Aber ganz im Gegenteil, es ist entzückend. Aber wenn Sie schon aufgestanden sind, können Sie auch mit mir tanzen. Ja. Haben wir nicht bestellt? Haben wir ja bestellt. Was heißt, haben wir nicht bestellt? Das ist aber doch keine Hummer-Mayonnaise. Na du, die sieht doch fantastisch aus. Willst du nicht mal kosten? Kosten? Kosten, wo ist denn die Speisekarte? Ich habe schon beim Bestellen nachgesehen. 4,50. Was denn, 4,50? Na ja, na, wenn ich schon mal hier bin, will ich auch was davon haben. So, wer bezahlt das alles? Na, Schmidt-Henne ist doch da. Na, du bekommst doch deine Provision. So, Provision, ja. Provision ist im Halse. Wieso? Der Mann ist vollkommen heiser. Hm. Übrigens wollte ich ihn in den Rock bringen. Ober, nun beichten Sie mal. Ich hab doch gar nichts zu beichten. Hören Sie, das geht zu weit. Ihrem Mann müssen Sie endlich die Wahrheit sagen. Mhm. Aber meinen richtigen Mann. Könnten Sie nicht so tun, als ob ich der wäre? Leider, nein. Werde ich mal raten. Mhm. Schneiderin? Weil ich mir das Kleid selbst gemacht habe? Nein. Telefonistin? Kommen Sie denn darauf? Weil Sie so nette und rasche Verbindungen herstellen. Ja, manchmal auch falsche. Wie? Mhm.
Und wie sind Sie bei Ihrer Fehlverbindung gerade auf Herrn Schmidt-Henner aus Hamburg gekommen? Das fragen Sie doch. Sie halten sich doch sicher für unwiderstehlich. Verzeihen Sie bitte, was? Die Dame, die Sie vorhin hier gesucht haben, ist in der Bar. In der Bar? Ja, sie ging mit einem großen Herrn in die Bar. Einen großen Herrn? Jawohl. Herr Schmidt-Henner! Herr Schmidt-Henner! Ich habe mir erlaubt, doch noch einen Ruck. Herr Schmidt-Henner! Die Stimme ist hin. Aufregend. Sie auch? Ja. Ach, ich tanze ja wahnsinnig gern. Sie auch? Ja. Na, mein Mann, der muss ja nun hoffentlich bald kommen. Ihre auch? Ja. Ach, Mücke! Na nun, hier feiern Sie? So ganz alleine, was? Ja, man lebt so. Aha. Ja, ja, natürlich, man lebt. Wollen Sie mal eben einen Moment halten, ja? Na. Na, endlich, Pöppi, da bist du ja. Mhm. Jetzt gehen wir aber sofort tanzen. Jetzt gehen wir tanzen, ja. Das ist Pöppi, mein Gatte. Ja, 4,50 Mark. Das ist ja eine Bagatelle. Hier, bitteschön. Dankeschön. Sie, Moment, das waren 5. Das ist ja ganz egal. Kann ich ja vielleicht doch was bestellen, ja? Ja, bravo, Pöppi, so gefällt's mir. Hallo, Sie, 2 Manhattan, ja? Manhattan ist nämlich fantastisch hier. Fantastisch, vielleicht eine Pulle Sekt hinterher. Na, wunderbar, ja. Das ist ja ganz einerlei. Das nächste Monatsgehalt kann ja ruhig drauf gehen, nicht wahr? Und die Provision, die ich noch nicht verdient habe, dazu. Nicht? Großartig, heute pfeifen wir aufs Geld. Hm? So ist es, ja. Heute pfeifen wir aufs Geld, ja. Ich werde auch gleich was pfeifen. Sie, Fräulein Ziebel. Wenn Sie jetzt nicht sofort vernünftig werden, hat bei mir gebumst. Dann gehen wir mal nach Hause. Los, vorwärts. Aber Pöppi. Ja, Pöppi. Wir können wohl ein bisschen Gesellschaft leisten, ja? Ja. Fräulein Ziebusch, kennen Sie? Nein, ja. Ja, ich hatte bereits das Vergnügen. Dann setz dich doch hin. Ich setz mich doch. Na ja, ich sag's ja auch bitte, nicht wahr? Ach, entschuldige, stellen Sie doch hin. Na ja, kann man hier hinstellen, ja. Herr Mücke, tanzen Sie? Was? Mücke tanzt nicht. Wie? Was? Ach Gott, stör doch nicht immer zu. Mücke, soll ich mein Geheimnis anvertrauen? Schmidt-Henner ist doch da, da wundern Sie sich das. Ich wundere mich über nichts mehr. Er ist ein komischer Bursche. Direkt Menschenschuld. Natürlich nicht mir gegenüber. Ich habe den Jungen gleich gekauft. Sie kennen ja meine Art, mit solchen Leuten umzugehen. Ich war behutsam. Also eine Faust mit Wolle drum. Mit was? Was? Mit Wolle drum. Wolle drum. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Na, 2 Manhattan hast du doch bestellt. Ich habe keine 2 Manhattan bestellt. Also jetzt erlaube mal da drüben. Ich war nur machst doch. Sei doch mal ruhig. Zuerst wollte ich absolut nicht sprechen lassen, aber dann taut er auf und jetzt frisst er mir direkt aus der Hand. Was machen Sie denn? Mensch, das können Sie das heiße glühende Wasser nicht trinken. Das ist doch für Schmidt-Henner. Na, Mücke, was ist denn los? Wo gucken Sie denn hin? Hören Sie doch zu. Ja. Mach mich ganz nervös. Und konzentriert wie immer. Also ich wollte dem Schmidt hier einen Grog bringen, weil er so furchtbar erkältet. Wo ist er denn jetzt? Ja, da sitzt er jetzt. Ich meine, habe ich mit ihm verabredet hier? Ne? Ach, er verabredet und jetzt kommt er nicht, was? Das ist vielleicht auch ein bisschen aufdringlich, Herr Pöppelier. Der Mann will sich gar nicht von Ihnen sprechen lassen. Der lässt sich glatt verleugnen. Ist doch alles so schrecklich peinlich. Lassen Sie es doch lieber. Peinlich. Mir ist noch nie im Leben was peinlich gewesen. Wo käme ich denn da hin? Der Mann ist hier im Hotel, ja? Wegen zu fassen, wer mit ihm einig. Zum Beispiel Pöppel, Sie heißen. Ja. Zum Wohle. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Schade. Aber wenn Sie darauf bestehen, ich bringe Sie natürlich nach Hause. Nein, auf keinen Fall. Warum denn nicht? Wir haben doch denselben Weg. Zimmer 62. Ja, da wohne ich nicht mehr. Sondern? Die Heimnummer. So. Aber den Tanz könnten wir wenigstens noch. Nein, ich tanze nicht mehr. Nein? Nein. Aber eine Zigarette. Ja.
Herr Mügge, na los, komm mal ran. Ran? Woran denn? Ja, ich will doch mit Ihnen tanzen, ist doch ganz klar. Meinen Sie? Natürlich, doch ganz deutlich. Merkt doch, Pferd. Na, aber Pöppel, wie? Das Mädchen ist doch nichts für einen Herrn wie Herrn Mügge. Verzeihung. So, also bitte, jetzt sieh dir das mal an, hm? Nur sieh mal, wie die auf den losgeht. Aber wenn ich das mal mache, dann schimpfst du. Bei den anderen, da gefällt es euch. Nur die eigene, die darf es nicht. Och, ihr Männer, ihr. Frau nach Haus bringt sie auf jeden Fall. Auf keinen Fall. Da wartet wohl noch ein Ehemann, der mich nicht sehen soll. Sehe ich so aus, als ob ich verheiratet wäre? Gestatten Sie. Oh, bitte sehr. Seit wann bist du nicht verheiratet? Wie kannst du überhaupt sagen, dass du nicht verheiratet bist? Ich muss dir noch nicht auf die Nase binden, dass ich verheiratet bin. Ach, du hast aber vollkommen vergessen, dass du verheiratet bist. Du hast mich doch mit einem wildfremden Mann allein gelassen. Schmidt-Henner. Das habe ich ja gesehen, wie fremd du mit ihm getanzt hast. Du hast mich ihm doch ausgeliefert. Ich? Natürlich, du bist doch weggegangen. Wenn du mich so in Wut bringst? Ich bin doch schließlich eine Frau. Ich möchte bloß wissen, was der hier will. Der Junge kann sonst nicht bis drei erzählen. Tja, das ist eben hier die Atmosphäre. Ich möchte bitte Herrn Schmidt-Henner sprechen. Herrn Schmidt-Henner? Ja, der Schlüssel ist nicht da. Ich werde sofort nachsehen lassen, ob der Herr auf seinem Zimmer ist. Bitte schön. Hallo, Boy. Also ich gehe jetzt vor und du kommst sofort nach. Ach, wie soll ich den bloß loswerden? Ach, wieso? Er kann dich doch nicht einfach festhalten. Hast du eine Ahnung? Er wollte sogar nach dem Geschäftsführer klingeln. Das ist eine Frechheit. Ach, der soll mich mal kennenlernen. Aus der Weile runter? Wenn es aber bleibt, hat er Glück. Paulchen, du wirst doch nicht. Also ich werde mir noch überlegen, was ich mit ihm mache. Aber jetzt müssen wir fort von hier. Liebes Fräulein, ich benötige für eine kleine Aufmerksamkeit eine bescheidene Blumenspende. Aber gern. Was soll es sein? Vielleicht die Maiglöckchen? Ach, das... Aber was frage ich? Hier sind ja Veilchen. Sie sind bescheiden und sinnvoll zugleich. Also gut, dann die Veilchen. Bitte schön. Soll ich sie einpacken? Nein, nicht nötig. Absolut nicht nötig. Mücke! Marcel! Sie hier? Ja, das heißt, nein, Ich möchte gar nicht hier sein. Sie verlangen 40 Mark im Monat Zulage von mir und verbringen hier die Nächte außerhalb Ihres Heims? Jawohl, das heißt ich... Oder haben Sie vielleicht Herrn Schmidt-Henner gesprochen? Nein, das... Sehen Sie, ich muss ihn sprechen. Weshalb bin ich ja... Nein, Herr Marcel, den können Sie doch jetzt nicht stören, mitten in der Nacht. Da haben Sie eigentlich recht. Ja, der schläft ja jetzt bestimmt, der schläft ganz bestimmt. Was soll ich jetzt mit den Pfeilchen? Verzeihung, Herr Schmidt-Henner sitzt in der Bar. Sie sagen, er schläft. Er sagt, er sitzt in der Bar. Jawohl. Warum tanzen Sie nicht auch mit einer anderen Frau? Warum immer gerade mit mir? Ach, sehen Sie mal an. Damit Sie bequem ausrücken können, was? Nein. Außerdem tanze ich nur mit meiner eigenen Frau. Sie meinen mit Ihrer jeweiligen Frau? Und jetzt betrachten Sie sich, was von mir geschieht. War sehr nett. Und hoffentlich sehe ich Sie nie wieder. Dort in der Ecke sitzt Herr Schmidt-Henner. Dankeschön. Bitte. Kommen Sie. Ja, verzeihen Sie mir, Frau, Sie wollen doch nicht schon gehen. Ich habe mich etwas verspätet. Wir sind leider am Telefon unterbrochen worden. Und mein Name ist Marcel. Ah, Sie sind Herr Parussell. Parussell, gestatten Sie meiner Gnädigste, dass ich Ihnen diese Sträußchen überreichen darf. Sie kennen meine Frau? Nur per Telefon. Wie komme ich denn dazu? Verzeihen Sie, meine Gnädigste, duftende Blumen waren schon zu meiner Zeit etwas vollkommen Unverfängliches. Und die Herr Gemahl kann bestimmt nichts dagegen haben. Im Gegenteil, ich freue mich so daran. Das ist Herr Mücke, einer meiner Mitarbeiter, und zwar ein sehr guter. Herr Mücke. Angenehm. Ein Mitarbeiter. Ja, aber meine Herren, wollen Sie nicht etwas bei uns bleiben? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Mit innigem Vergnügen. Bitte schön. Bitte? Ja, aber ich wollte doch gerade... Nein, Gnädigste. Sie dürfen uns Ihre bezaubernde Gesellschaft nicht entziehen. Wir wollen kein Wort vom Geschäft sprechen. Ja, wirklich, Liebling. Du musst noch etwas bei uns bleiben, wenn Herr Parussell dich darum bittet.
Also gut. Warum hast du mir eigentlich verheimlicht, dass du schon mit Herrn Parussell gesprochen hast? Ich? Ja, das war doch schon vorher. Ach, bevor ich gekommen war? Ja. Aber eigentlich hättest du es mir doch sagen müssen, findest du nicht auch? Ja, ich wollte es dir auch sagen. Aber zuerst warst du nicht da und dann bist du plötzlich gekommen und... Beim Rasieren darf ich dich doch nicht stören. Eine glückliche Ehe. Sie haben doch sicher keine Geheimnisse voneinander. Das kann man wohl sagen. So etwas Klares wie das Verhältnis zwischen meiner Frau und mir gibt es nicht ein zweites Mal auf der Welt, nicht wahr? Und deshalb mal heraus mit der Sprache, mein Kind. Was hast du denn nun mit Herrn Parussell besprochen? Doch eigentlich nichts. Eigentlich nichts? Reizend. Eigentlich nichts. Sie sagten doch, wenn es nach Ihnen ginge, würden Sie mir alle Aufträge geben. Alle? Das heißt, es wäre natürlich ein bisschen zu viel für meine Firma. Zu viel, Herr Parussell? Wie kann ein Kaufmann nur so reden? Zu viele Aufträge kann es doch gar nicht geben. Mehr Aufträge, das bedeutet Vergrößerung der Einnahmen. Und dann kann man bewährten Angestellten, die seit Jahren der Firma treue Dienste leisten, mehr Gehalt geben. Mehr Gehalt? Wo denken Sie hin? Aber erlauben Sie, Herr Parussell, dass... Meine Frau hat nun mal ein gutes Herz für kleine Angestellte. Ihr gutes Herz in allen Ehren. Allerdings gibt es da auch geschäftliche Bedenken. Ach, Sie sind das? Ich entschuldige Sie. Micky, warum treten Sie mich immer? Verzeihen Sie, es war nur, weil ich dachte, ich meine, Frauen sollten sich überhaupt nicht um Geschäfte kümmern. Micky? Nein, ich meine nur, ich dachte, man soll in Gegenwart von Damen nicht immerzu über Geschäfte sprechen. Da haben Sie recht, vollkommen recht. Andererseits, ich habe aber nicht davon angefangen. Aber jetzt Schluss mit den Geschäften. Wir wollen etwas trinken. Darf ich Sie bitten, meine Gäste zu sein? Aber gern. Herr Micky aber auch. Herr Micky? Wenn Sie befehlen, meine Gnädigste, Herr Mücke auch. Aber treten Sie mich nicht hin, ja? Herr Ober, die Weinkarte. Na, deine Menschenkenntnis, die kannst du auf Abbruch verkaufen. Wieso? Sieh mal, wie schön sich der Mücke da drüben an den Tisch herangeschlängelt hat. Hä? Ach, und der Parussell ist auch da? Ja, ja, dein Mücke. Nicht bis drei zählen soll der Junge können? Ich möchte gar nicht wissen, wie weit er zählen kann. Wenn das nicht der Schmidthenner ist, du, dann fress ich mal einen Besen. Entschuldigung, mal muss ich hin. Ja, bitte. Guten Abend, Herr Parussell. Guten Abend. Standen Sie vor dem Ziebusch, meine Braut? Guten Abend, mein Freund. Guten Abend. Was machen Sie hier? Ich tanze mit meiner Braut. Und was machen Sie hier? Ich tanze mit Herrn Schmidthenner. Das heißt, ich unterhalte mich mit Herrn und Frau Schmidthenner. Ach, Herr Schmidthenner. Standen Sie, Pöppelwiehe. Wir haben ja schon weites Vergnügen gehabt. Ich bin auch nur so zwischen Tür und Angel, was? Ja. Wir können so ein bisschen zu Ihnen setzen, ist doch recht, nicht? Dankeschön. Nur setz dich doch. Ich setze mich doch. Na ja, ich sag's also ja auch nicht, ich aber was ist denn? Also ist ja in Ordnung, oder? Na? Also um das von vornherein mal klarzustellen, nicht? Ich habe ja unseren lieben guten Herrn Schmidthenner nach Berlin gebracht. Also die Provision kommt auf mein Konto. Ne? Na, sieht übrigens wieder großartig aus. Kräftig, blühend, gesund. Was, alles wieder in Ordnung, nicht? Von Herrn Ziebusch, meine Braut. Also Herr Schmidthenner, ich muss Ihnen sagen, wissen Sie, es war schon immer... Das ist ja in Ordnung, ja. Da sind die Herren schon bald zum Abschluss gekommen. Kann ich den Vertrag mal sehen? Ja, über den Vertrag können wir ja noch sprechen. Das ist ja fast... Die Stimme klingt ja. Ist ja großartig. Also von der Erkältung bereits genesen, was? Von was mit der Erkältung? Ja, so eine Erkältung, nicht? Die fliegt dann so an und dann, hui, ist sie wieder weg. Ja, ja, ja. Hui, ist sie wieder weg. Ja, hui, hui, weg. Also ich hatte den Eindruck, dass Sie vorhin wirklich hohes Fieber hatten. Nein, nein, Sie können fest davon überzeugt sein, dass ich mich ausgezeichnet fühle, aber ja. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Mir? Na, wieso? Hören Sie mal, ist ja drollig. Ach, wir wollen überhaupt nicht so von unseren Krankheiten sprechen. Ja, sind wir froh, dass wir so gesund und munter beisammen sind. Ja, Prost. Prost. Prost, Prost. Prost. Warum waren Sie vorher bloß so kurz angebunden zu mir? Hm? Herr Pöppelwiehe, wie benehmen Sie sich Herrn Schmidthenner gegenüber? Lassen Sie nur. Es wird ja immer interessanter. Kurz angebunden soll ich gewesen sein? Ja. Wann denn und wo? Er kann ja verstehen. Wenn jemand erkältet ist, lässt er sich nicht gerne aus der Badewanne holen, nicht? Badewanne? Ja, sag ich an Sie ja nicht. Bei der Hauptsache, Sie jetzt da sind. Und jetzt reden wir vom Geschäft, was? Ist mein Mann hier abgestiegen? Name bitte? Schmidthenner, Hamburg. Schmidthenner. Ja, Zimmer 62. So. Der Schlüssel ist oben. Oben? Ja, 62. So ein Seitensprung hält die Herzen jung, so als Liebelein nebenbei. Eine reizende Frau. Hm. Gemein Geschmack geht zu scharf an. Sie sprechen von einer Dame. Von einer Dame hin, Dame her. Hätten mal sehen sollen, wie sie vorhin mit dem Kopf gewackelt hat, so. Mit was hat sie gewackelt? Mit dem Kopf? Ja. Zu welchem Zweck, bitte? Um sich den Mücke ranzuholen. Ja, hat sie auch geschafft.
Da sehen Sie bloß mal, wie die beiden tanzen. Ach, na, der Mücke ist ja auch ein toller Hecht. Hoppel wir. Herr Mücke ist verheiratet. Sie haben eine reizende Frau. Woher kennen Sie denn meine Frau? Ach so, ja, natürlich, meine Frau. Sie ist so anspruchslos und so dezent gekleidet. Das ist genau mein Geschmack. Ach, die anderen Damen, die donnern sich doch immer gleich so auf, nicht wahr? Naja, Ihre Frau hat sie aber auch gut. Wieso? So ein reicher Mann, der ihr jeden Wunsch von den Augen abliest. Woher wissen Sie denn das? Na, das sieht man doch. Ach so, ja. Sind Sie auch bei Parosel tätig? Ich? Ihr bewahre, sehe ich etwa so auf? Na, nein, nein, aber Ihr Bräutigam ist doch bei Parosel. Ach so, Pöppi. Ach ja, na, der ist ja rührend, nicht wahr? Der gibt sich ja solche Mühe. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er sehr munter und eifrig ist. Das tut er alles nur meinetwegen. Es handelt sich nämlich um das graue Kostüm. Mit den Knöpfchen ganz bis runter. Ja, was sagen Sie nun? Die beiden sind weg. Mücke ist mit Frau Schmidtheller getürmt. Ich kann sie auch nicht mehr sehen. Ich will überhaupt sagen, weswegen ich ins Hotel gegangen bin. Man wird doch noch ins Hotel gehen dürfen, ne? Hast du immer mit einem ins Hotel gehen? Hat ja alles gar keinen Sinn. Mechanismus ist eben kaputt. Ja, der Mechanismus ist kaputt. Müssen wir mal wieder hier auf dem Boden kampieren. Ist ja auch schon alles ganz egal. Mein guter Ruf ist hin. Im Auftrag sind wir auch los. Dabei war der Parosel immer so nett zu mir. Und die 40 Mark hätte er mir auch gegeben. Hätten wir uns endlich mal ein anständiges, vierbeiniges Bett kaufen können. Ich finde ihn auch sehr nett. Morgen werde ich mal mit ihm sprechen. Du? Hm? Du darfst dich im Büro überhaupt nicht sehen lassen. Dich muss man ja verstecken. Soweit ist es gekommen mit mir. Herr Paul Mücke muss seine Frau verstecken. Seinen Putzel, sein tolles Weib. Morgen sprich nicht so grausam. Das ist nur mein erster Hochzeitstag. Hochzeitstag. Meine schönen Buletten. Hey, da hört doch mal endlich mit dieser Klimperei auf und mit dieser Tanzerei. Kommt mal alle her, ja? Ja, was ist denn? Ich muss euch etwas sagen, was keiner weiß, was die ganze Welt nicht weiß. Ja, Wir sind keine Freunde. Wir sind hier alle Freunde. Ja, deshalb sage ich euch auch. Was denn? Ihr alle kennt meine Frau nicht. Ja. Keiner weiß, was meine Frau für eine Frau ist. Aber selbstverständlich, Fritzchen. Ja, gar nicht selbstverständlich. Ich habe keine Ahnung. Fritzchen. Und so sehr liebst du sie. Jawohl, so sehr liebe ich sie, Ernst August. Und so sehr liebt sie mich. Mücke. Der Verbrecher. Na, nun lenk ihn doch mal ein bisschen ab. Ja. Das ist ja schrecklich, wie der Mann leidet. Hm? Lass dir aber was einfallen. Du bist doch sonst so bescheid. Na, bitte, nicht wahr? Ich mach ich ja schon. Momentchen. Hallo, Fritzchen. Ja. Hallo. Na, Fritzchen. Buddel, 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 du. Nicht so, ich bin so kitzelig. Na, Fritzchen, komm doch mal her, Ernst August. Hm? Pass doch mal auf, was ich dir jetzt zeige. Hm? So. Guck doch mal, wie ulkig Ernst August aussieht. Ist mir ganz egal, wie Ernst August aussieht. Ich rede von meiner Frau. Ja. Wo ist sie denn überhaupt, hä? Ist schlafen gegangen. Gut. Was? Fritzchen, deine Frau ist schlafen gegangen. Ah, schlafen, ja gut, sehr gut. Also, dann wollen wir mal auf die Frau anschauen. Ja, das wollen wir mal, nicht? Sie sollen leben, sie. Los, alle sollen leben, ja. Das halte ich nicht aus. Da muss ich.
etwas geschehen. Oh. Ah, jetzt fühle ich mich aber. Jetzt fühle ich mich geradezu großartig, nicht wahr? Und, ja, du bist denn ernst ausgeblieben, hm? Wo ist denn der geblieben? Verzeihen Sie, können Sie mir nicht sagen, ich muss nämlich unbedingt wissen, wo ist momentan Fritzens Frau? Wie bitte? Wo ist Frau Schmidhenner? Ach, Frau Schmidhenner? Ja. Frau Schmidhenner ist doch auf ihr Zimmer gegangen. Wie sagen Sie, auf ihr Zimmer gegangen? Ja, ist schon lange her. Sie können sich fest auf mich verlassen. Ich kann euch verlassen. Fritzens Frau ist auf ihrem Zimmer. Frau Schmidhenner ist auf ihrem Zimmer. Vertrag unterschrieben hätte. Da bin ich. Und du bist auch da. Und ich habe schon gedacht, du bist ausgerückt. Ach, entschuldige. Ich darf mich ja vor dir hier nicht ausziehen. Ach, warum denn nicht? Das tust du doch jeden Abend. Was? Du bist da? Ganz plötzlich bist du da? Jetzt finde ich mich überhaupt nicht mehr durch. Das war ein großartiger Einfall von mir, nicht? Den Augenblick habe ich so glänzend gewählt. Wirklich glänzend. Direkt gespenstisch. Und gerade vorhin haben wir so nett von dir gesprochen. Ja. Die lieben alten Herren, deren Frauen nachher ihre Handtaschen vergessen. Ja. Was? Sieh mal, mein Schatz, was ich dir da Schönes mitgebracht habe. Immer Kavalier. Natürlich. Du wirst dir die Augen verderben, wenn du so spät in der Nacht liest. Ja, was liest du da überhaupt, Liebling? Was ich hier so im Zimmer vorfand, Liebling. Ah, im Zimmer. Schillers gesammelte Werke. Band 2. Ich bin gerade bei den Räubern. Ah, Klassiker. Schiller. Schiller, Schiller, Schiller. Ja, ja, hier sind noch mehr davon. Man sollte so etwas überhaupt immer bei sich haben. Was habt ihr eigentlich zusammen gelesen? Wieso gelesen? Wer? Was? Na, du und deine heutige Frau Konsul. Aber Lore, ich versichere dir. Die Braut von Messina, oder? War es vielleicht Kabale und Liebe? Aber Lore, lass dir doch erklären. Hör doch zu. Will nicht mehr zuhören. Gute Nacht, Herr Schmidhenner. Ein weißes Frau, hält ihr Jung, so als Liebelei. Was ist denn los, denn los? Mein Freund Schmidhenner schon da. Migge ist drin beim Chef. Es gibt Krach. Ja, hören Sie mal. Ach, die Sache von gestern Abend hat er so ein paar... Woher wissen Sie denn das? Wieso, ich war doch dabei. Mücke ist mit der Dame Schmidhenner losgezogen, war da Janisch. Das kann ich gar nicht glauben. Gegen mich hat er sich immer sehr anständig benommen. Ja, das blieb mir Janisch anderes übrig, nicht? Entschuldigen Sie. Ist ja auch nichts passiert. Nichts passiert, dabei bleibt es doch nicht in solchen Fällen. Ach, Mücke interessiert uns doch im Augenblick gar nicht. Uns interessiert doch nur der Vertrag mit Schmidhenner. Mücke, mit einem Wort, ich bin enttäuscht. Schwer enttäuscht. Ach, mein Kopf, mein Kopf. Kann ich vielleicht das Tuch noch mal anfeuchten? Von Ihnen nichts. Gott, der Paus. Andererseits, bitte, gestern war Ihr Hochzeitstag, Mücke. Und an einem solchen Tag lassen Sie Ihre bedauernswerte Frau allein und amüsieren sich mit einer Dame der Gesellschaft, der Mann noch dazu mit mir in Geschäftsverbindung steht. Das heißt, stehen sollte. So war es. Nein, Herr Parussell. Nein! Ja, 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 Herr Parussell. Ja, ja, nein, nein, ja! Ist das eine Antwort? Bitte, gestern früh kamen Sie zu spät. Das war der Beginn Ihrer Zügellosigkeit. Und gestern am Abend? Bitte erklären Sie mir,
Wo waren Sie gestern mit Frau Schmidthenner? Aber ich kenne ja Frau Schmidthenner gar nicht. Sie kennen sie gar nicht. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Mehr können Sie nicht sagen. Sie kennen sie nicht und mehr können Sie nicht sagen. Was haben Sie für eine Stirn? Was schlummert in Ihnen, junger Mann? Mücke, ich habe Sie wie einen Sohn gehalten. Die Firma Barusel hat keinen Nachfolger. Ich wollte Sie zu meinem Nachfolger machen. Moin, Ernst Aues! Sag mal, ich höre immer Nachfolger. Da der hier Nachfolger wird, ist ja wohl ganz klar, nicht wahr, Ernst Aues? Was nennen Sie mich immer Ernst August? Hm? Ach, mein Kopf. Oh, was hast du denn? Hast du Kopfschmerzen? Wieso oder? Immer du? Ja, sag mal, du hast wohl alles vergessen. Von gestern Abend weißt du ja nicht mehr, alter Junge, hä? So ein Seitensprung hält der Junge. Mir ist bestimmt nicht gut. Ja, ist ja ganz sicher. Kinder, wo bleibt ein Schmidthenner? Da fragen Sie mal am besten Herrn Mücke. Ach, der kleine Casanova in der Westentasche. Junge, Sie sind ja ganz schlimmer. Na, hoffentlich hat der Schmidthenner heute Morgen alles vergessen, was? Ich weiß nicht, was er vergessen haben soll. Sie wissen sehr wohl, was du vergessen haben sollst. Psst, Ernst Aues, ruhig, keine Aufregung. Wozu hast du mich denn, nicht? Lass mich mal machen, ich will das Kind schon schaukeln. Nur pass mal auf, jetzt gehe ich ins Hotel und bring den Schmidthenner einfach her, was? Mir ist bestimmt nicht gut. Na, was ist denn? Was ist denn? Das Horchen an der Wand? Hört jetzt aber auf, meine Herren. Jetzt kommt ein neuer Zug hier in den Laden. Ich bitte mir fröhliche, sonnige Gesichter aus. Muss überhaupt alles ganz anders werden. Zum Beispiel der Kran. Das Ding ist doch furchtbar. Ärmel schon, da trinkt doch kein Mensch mehr Quidditch. Na, und Sie, Schliefke? Ach, da reden wir ja nicht drüber. Wenn jemand nach mir fragen soll, ich bin gleich wieder da. Meine Freundin Schmidthenner. Siehst du, das ist nett, dass du packst. Ich werde mich gleich mal erkundigen, wann wir einen Zug brennt auf Florenz bekommen. Ach, weißt du, Italien. Ach, mach dir doch keine Mühe. Aber ich mache mir doch keine Mühe. Im Gegenteil, es freut mich. Aber weißt du, was ich am nettesten finde? Ja. Dass du so gar nicht nachtragend bist, dass du so großzügig, naja, du weißt ja, mit keinem Wort hast du gefragt. Nein, warum auch? Nicht wahr, so vollkommen unwichtig alles. Natürlich. Wichtig ist für mich nur der Koffer da. Ja. Den nehme ich mit. Den Koffer? Aber das geht doch nicht gut, der gehört doch schließlich gar nicht uns. Uns nicht, nein. Eben deshalb. Ich möchte nämlich gern meinem Anwalt zeigen. Deinem Anwalt? In Florenz? Nein, in Hamburg. Ich fahre 12.20 Uhr nach Hamburg und reiche die Scheidung an. Du fährst nach Hamburg und Laura, mach doch keinen schlechten Witz. Na, hör mal, das Ganze ist doch ein sehr guter Witz. Eine Frau reist ihrem Mann nach, um endlich mal die netten alten Herren kennenzulernen, mit denen er immer Besprechungen bis tief in die Nacht hinein hat. Und findet einen Koffer auf seinem Zimmer mit einem Inhalt. Na, reden wir nicht darüber. Hol doch der Teufel den Koffer, ich weiß doch gar nicht, was drin ist. Was geht mich auf der Koffer an? Na, wem gehört er denn? Keine Ahnung, ich kenne doch die Frau gar nicht. Ach, woher weißt du denn, dass der Koffer einer Frau gehört? Ja, jedenfalls wirst du ja wohl bald Gelegenheit haben, die Dame näher kennenzulernen. Na, aber ich habe den Koffer da und das genügt mir. Aber Laura, ich schwöre dir, diesmal bin ich wirklich unschuldig. Diesmal? Na ja, sieh doch, ich bin doch gestern Abend den ganzen Abend mit meinen Geschäftsfreunden zusammen gewesen. Na ja, mit Parusellen seinen Leuten. Vielleicht wissen deine Geschäftsfreunde, wer die Dame ist. Ja, aber natürlich wissen die, dass sie eine Glänze, die ich bin ja ein Idiot. Die müssen das ja wissen. Ich bring dir die Frau. Moin, Fritzchen. Na, mein Junge, wie hast du geschlafen? Sie kommen wie gerufen, gut, dass Sie da sind. Ich bin immer da, wenn man mich braucht. Das ist ja meine Spezialität. Also reden Sie nicht so viel. Sagen Sie lieber, wo ist die Frau von gestern Abend? Welche Frau? Na, die nette Kleine, die bei uns am Tisch saß. Also hör mal, mein Lieber. Meine Braut ist keine nette Kleine, sondern eine Dame. Ich weiß, du solltest immerhin... Das heißt, wieso denn du? Haben wir Brüderschaft getrunken? Schau mal. Ich will wissen, wer die Frau war. Mensch, begreifen Sie doch. Als ich gestern Abend in mein Zimmer kam, liegt plötzlich meine Frau im Bett. Das ist ja wunderbar. Ist ja alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Ich will sie scheiden lassen. Ha, was? Wegen Mücke? Ach, was wegen Mücke? Wegen der Frau. Welcher Frau? Der Frau von gestern Abend. Ah, deine Frau will sich wegen deiner Frau scheiden lassen. Ja, jetzt gib mir ein Licht auf. Mann, begreifen Sie doch endlich. Die Frau von gestern Abend war doch gar nicht meine Frau. Und jetzt will ich meine Frau scheiden lassen, wenn ich ihr nicht sagen kann, wer die andere war. Und zu allem Überfluss hat die andere auch noch ihren Koffer im Zimmer stehen lassen. Ja, nur mal langsam. Nur mal langsam. Also ihren Koffer hat sie stehen lassen und ihre Frau war gar nicht ihre Frau. Junge, wer war sie denn? Das will ich doch gerade von Ihnen wissen. Aber woher soll ich denn das wissen? Herr, halten Sie mich eigentlich für so dumm? Die ganze Firma Parusel versammelt sich unten in der Bar? Das soll keine Verabredung sein? Wer soll sich denn mit wem verabredet haben? Ihr alle. Gegen mich. Also bitte, entweder die Frau her, oder der Auftrag ist gestorben. Frau her
oder ist gestorben, oder ist gestorben. Ach, herrlich, Liebling, dass du noch da bist. Komm, schnell, ist nicht so viel, als alles stehen liegen. Aber ich bin ja längst noch nicht fertig. Was soll das? Was ist denn? Danke. Lassen Sie bitte meine Koffer holen. Ich fahre mit dem Zug 12.20 Uhr nach Hamburg, vom Lehrter Bahnhof. Jawohl, gnädige Frau. Herein. Verzeihen Sie mein plötzliches Eindringen, aber Pöppelbier von der Firma Ernst Aues Paracel Nachfolger. Pöppelbier ist mein Name. Ach, das ist ja interessant. Sie kommen im Auftrag der Firma Paracel? Im Auftrag kann man nicht direkt sagen, nicht wahr, sondern ich gehöre gewissermaßen zur Firma Ernst Aues Paracel Nachfolger. Ja? Ja, aber deswegen sind wir ja gar nicht gekommen, sondern meine Gattin vermisst, sucht, verzeihen Sie vielmals, meine Gattin, geborene von Ziebusch, nicht wahr, vermisst ihren Koffer. Ich? Vermisst ihren Koffer, sagte ich, nicht wahr? Bitte, Frau, stellen Sie sich vor. Man rennt rum, nicht wahr, im Zimmer, sucht seinen Koffer, man tut kein Auge zu, bitte. Ach, so eine Verwechslung? Ja. Sowas kann ja vorkommen. Sowas kann ja vorkommen, nicht? Ja, nicht wahr? Na, das kann ja passieren. Sowas passiert ja eigentlich immer zu. Hotel, große Welt, Riviera-Atmosphäre. Ah, da ist er ja. Ach ja, richtig, da ist er ja. Halt, halt, rein. Wer ist es? Natürlich, der Schwarze. Also, wie man sich so irren kann, es war ja mein Schwarzer, was? Also, furchtbar, ich einen also Moment noch. Ja. Nur der Ordnung halber, weil ich doch eben erst das Vergnügen hatte, Sie kennenzulernen. Oh, ganz unsererseits. Sie hatten doch sicher Reiselektüre in Ihrem Koffer. Reiselektüre? Wieso? Ja, natürlich. Ein Kriminalroman. Mhm. Und einen blauseidenen Schlafanzug. Einen blauseidenen? Ich habe doch bloß einen grünen, hä? Bei Licht schillert das uns bläuliche. Ja, natürlich. Natürlich ein blauseidenen. Tja, meine Herrschaften, dann handelt es sich aber um einen Irrtum. Dieser Koffer enthält Schillers unsterbliche Werke und ein rosa Nachthemd. Oh. Ja, dann wäre ja wohl der Fall erledigt. Hm. Also, ich bitte Ihnen was um Entschuldigung. Aber bitte, bitte, es ist ja nicht Ihre Schuld. Ich kenne den Schuldigen. Wie oft habe ich Ihnen denn schon gesagt, meine Frau ist nicht meine Frau? Verzeihen Sie, Ihre Frau ist nicht Ihre Frau. Ich bitte noch einmal. Aber das wissen Sie doch jetzt schon ganz genau. Ich weiß nur, dass Ihre Frau eine entzückende Dame ist, mit der reizendsten Stimme von der Welt. Das habe ich auch schon 100 Mal gehört. Also bitte jetzt heraus mit der Sprache. Mit welchen Mitteln wird hier gearbeitet? Wer hat die Dame ins Hotel geschickt? Die Firma Paracel schickt prinzipiell keine Damen ins Hotel. Und sie besteht trotzdem. Na also, dann wird sie ja ohne meinen Auftrag auch weiter bestehen, Herr. Dass Sie aber damit meine Ehe vernichtet haben, das ist Ihnen vollkommen gleichgültig, was? Ich habe noch nie eine Ehe vernichtet und ich werde keine Ehe vernichten. Und im Übrigen, ich verzichte auf Ihren Auftrag. Leben Sie wohl. Bitte. Herr Schmidtler. Was ist denn? Ich bin der Mann. Was ist denn für ein Mann? Ich bin der Mann, der für Sie das Hotelzimmer bestellt hat. Ach, sieh mal einer an. Dafür wollen Sie wohl noch eine Anerkennung haben, was? Nein, 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 Herr Schmidtler, aber wenn ich Ihnen sage, wer die Dame war, die Sie in Ihrem Zimmer gefunden haben, bekommt Herr Paracel dann den Auftrag. Erst muss die Angelegenheit mit meiner Frau erledigt werden. Dann können wir vielleicht noch über den Auftrag reden, nicht eher. Im Übrigen, 12.20 Uhr geht der Zug nach Hamburg. Also bitte. Bitte, ich bin der Mann. Ich meine, meine Frau ist die Frau. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was denn? Sie wollen das auf sich nehmen? Das ist ja großartig. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Gerade weil Sie so schüchtern aussehen. Darauf fällt meine Frau bestimmt rein. Halt! Ich sage halt! Worauf fällt Ihre Frau herein? Ich dulde nicht, dass Ihre Frau betrogen wird. Aber sie soll ja gar nicht betrogen werden. Im Gegenteil. Aufgeklärt soll sie werden. Ja, Mücke, Sie scheinen mir ein ganz raffinierter Junge zu sein. Aber jetzt vor allen Dingen die Ohren steif halten, nicht viel reden, besonders keine Dinge, die man da nicht beweisen kann. Ja, aber das ist ja wirklich meine Frau. Na, großartig, wie Sie das machen. Das brauchen Sie aber jetzt nicht mir zu erzählen. Erzählen Sie das lieber später meiner Frau. Mücke, Sie retten mir vielleicht den Auftrag, aber Sie brechen mir das Herz. Na, das Herz, das werden wir bald wieder zusammenleimen. Aber kommen Sie jetzt schnell mit, sonst fährt mir nämlich der Zug weg. Was soll ich im Zug? Na, Sie müssen natürlich mitkommen. Wohin mitkommen? Ja, Sie haben so etwas Seriöses, so etwas Würdiges an sich. Das wirkt immer, besonders bei Frauen. Also kommen Sie schnell mit. Ich kann doch... Ja, 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 ich weiß schon, du kommst... Ich muss meinen Mantel... Na, ja, Sie können Ihren Mantel mitnehmen, ja, hier nur. Ja, 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 aber machen Sie doch... Schirm. Mein Gott, im Himmel... Ich brauche den Mantel, ich huste so schon. Na ja, dann den Mantel, ich meine Finger... Da, los! Hat doch ja keinen Sinn. Herr Köppel, wie kommen Sie her? Das ist ja ganz gleichgültig, der muss auch mit. Wohin? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Wieso will er wegfahren? Hat er denn schon unterschrieben? Es handelt sich doch um meine Frau. Ihre Frau? Und um seine Frau. Überlegen Sie doch, Fräulein, der Koffer muss hier sein. Hier war kein Koffer. Ich habe doch das ganze Zimmer aufgeräumt. Ach, meine Tischwäsche, meine schöne Tischwäsche. Die Dame, die eben hier abgefahren ist, hat alle Koffer mitgenommen. Wissen Sie vielleicht, wo die hingefahren ist?
Ja, ich glaube, die wollten mit dem 12er-Zug nach Hamburg. Hamburg? Das ist doch leer der Bahnhof. Ja. Also Mücke, was Sie auch immer gefragt werden, Sie bleiben dabei, Sie sind der Mann aus dem Hotel. Nein, aber helfen Sie doch. Sie sind der Mann aus dem Hotel. Nein, mit seiner Frau. Nein, ich muss doch, verlieren Sie doch. Verlieren Sie nicht noch zuletzt die Nerven. Herr Mücke ist ein jahrelanger Angestellter meiner Firma, ein unbescholtener und verliert nie die Nerven. Ja, wissen wir ja alles, Frau Ossel. Vor allem hören Sie zu, wenn die Sache klappt, muss ich höhere Provisionen haben. Wieso? Na, was, ich habe eine Menge Spesen gehabt. Kannst du mir wissen denn überhaupt, was in dem Koffer drin ist? Ach ja, wissen wir alles, Schindlers und sterbliche Werke. Warum fährt denn der Kerl so langsam? Mein Gott, der kommt jetzt los. Los, los, los. Ich habe eine ganz große Sache für Sie. Silvesterschlag, aber eins, ihr müsst mich aber anhalten. Die Leute sind wie Bahnhof. Aber meine Frau, die interessiert mich. Meine Frau, die... Herr Schmidt-Henner, hören Sie, Herr Schmidt-Henner. Hallo, Riechsal. Wieso ich? Ich wollte doch gar nicht fahren. Schmidt-Henner, wir haben keine Fahrkarte. Sollen wir Zug des Herrn Pöppelby besorgen? Die Fahrkarte. Der Herr hinter mir. Fahrkarte. Der Herr hinter mir. Die Fahrkarten. Der Herr hinter mir. Fahrkarte. Die Herren vor mir. Hallo, Sie, kommen Sie mal wieder zurück. Die Fahrkarte. Lassen Sie mich los, ich muss zum Zug. Nee, Fräuleinchen, ohne Karte ist das nicht zu machen. Aber dann fährt mir doch der Zug weg. Dann nehmen Sie mal den nächsten Sie. Ach. Moment doch mal, Kinder, oh, Schmidt-Henner, sag los, mal. Wisst du, wo meine Frau sitzt? Was ist denn los, der Zug fährt doch weg. Hören Sie doch mal zu. Oh, Träger, Träger, hierher. Da ist sie. Oh, jetzt ganz ruhig, nicht die Nerven. Mitte. Was ist denn? Hören Sie mal zu. Vergessen Sie nicht, in dem Koffer war ein rosa Nachthemd drin. Wissen Sie denn, was meine Frau für Nachthemden anhat? Reden Sie doch nicht solche Unsinn, das Mädel war ja gar nicht Ihre Frau. Aber Herr Schmidt, dann hören Sie doch bitte. Schreien Sie rein, ich warte draußen. Aber... wieder endlich. Gut, dass ich dich angetroffen habe, Lohr. Du brauchst nicht abzureisen. Es hat sich alles aufgeklärt. Alles aufgeklärt? Ja, das ist nämlich Herr Mücke von der Firma Parosel. Herr Mücke von der Firma Parosel? Angenehm. Ja, der sich im Hotel für mich ausgegeben hat. Jawohl. Ihre Frau war dann Frau Schmidt-Henner. Bitte? Ja, ja, natürlich, so ist es. Ja, ja. Ja, ja. Halt, wo wollen Sie denn hin? Ich will fahren, Ihren Sinn. Ich habe keine Fahrkarte. Ich bitte, den Zug aufzuhalten. Ja, deswegen brauchen wir den Zug nicht aufzuhalten. Sie können ja eine Karte bei mir nachlösen. Ich löse nichts. Ich will ja nicht mitfahren. Ja, wie sind Sie denn dann in den Zug gekommen? Gekommen bin ich nicht. Ich bin gerast herein. Was, gerast? Durch die Bahnsteigsperre? Ja. Ohne Bahnsteigkarte? Ja. Das verteuert die Sache erheblich, mein Herr. So? Ich bezahle nichts. Das kann ich doch beschwören. Na, lieber Herr Mücke, das brauchen Sie doch gar nicht zu beschwören. Ein Mann wie Sie lügt doch nicht. Na also, wäre alles in bester Ordnung. Natürlich. Nur wenn Sie sich schon so viel Mühe machen. Aber er macht sich doch keine Mühe. Er hat sich dazu gedrängt. Gedrängt? Sie müssen mir bitte eine kleine Frage erlauben. Ja. Darf ich? Ja, natürlich. Ach, du meinst, was in dem Koffer ist? Also, Mücke, sagen Sie doch mal, was hat denn Ihre Frau in den Koffer gepackt? Buletten. Und Kartoffelsalat. Und... Schillers und sterbliche Werke. Aha. Und? Und Nachthemd. Rosa. Aber das hatte ich vorhin schon alles Ihrem Kollegen Herrn Pöppelwi verraten. Ja, mehr war's doch nicht. Sie machen einen so netten Eindruck, Herr Mücke. Und Sie meinen es sicher auch sehr gut. Aber es sind noch ganz andere Sachen in dem Koffer. Schade. Die Bahnfahrt haben Sie umsonst gemacht. Und als Entlastungszeuge haben Sie leider völlig versagt. Meine Tischwäsche! Mein Koffer! Meine Tischwäsche! Mücke, was machen Sie hier mit Frau Schmidt-Henner? Nein, ich bin doch Frau Schmidt-Henner. Und ich glaube, ich werde es auch bleiben. Herr Parosel, ich habe Sie leider umsonst bemüht. Ach, Herr Parosel persönlich. Ich freue mich, endlich einen Geschäftsfreund meines Mannes kennenzulernen, mit dem mein Mann nachts wirklich Geschäfte bespricht. Das haben wir gerade ängstlich vermieden. Nämlich wir wollen... Und jetzt fahren Sie eben mit nach Hamburg. Nach Hamburg? Was soll ich in Hamburg? Dann machen wir den Vertrag perfekt. Vertrag? Haben Sie gehört, Parosel, der Vertrag ist perfekt. Ich werde gleich meine Spesen ausrechnen.
Ja, warum soll ich nach Hamburg? Psst, kommen Sie, lieber Herr Parussell, ich will Ihnen alles erklären. Kommen Sie. Was wollen Sie mir erklären? Ja, kommen Sie, kommen Sie. Ich möchte wissen, was Sie mir zu erklären haben. Ach, entschuldigen Sie, ich will auch nicht länger stören. Schuld hat nur das Bett. Welches Bett? Unser Klappbett. Klappbett? Wir können uns doch kein anderes kaufen. Sie können sich kein anderes kaufen? Nein, jetzt kann Paulchen doch erst rechnen. Was kann Paulchen erst rechnen? Sie um die 40 Mark bitten. Ach so. Andererseits jetzt, wo der Vertrag zustande kam. Herr Parussell, ich muss Ihnen einen Kuss geben. Hutzel! Paulchen! Dass du unsere ganze Tischwäsche eingepackt hast. Also ich habe das schon 100 Mal gemacht. Aber ich muss was wollen Sie denn eigentlich? Was ich will? Ach, Sie sind auch schon wieder da. Na, die Fahrkarten will ich sehen. Die bezahle ich. Ach, nur mit einem Mal bezahlen Sie die Fahrkarte. Ja, und was handelt sich denn hier? Die Fahrkarte. Fahrkarte bezahlen selbstverständlich ich. Nein, die bezahle ich. Aber lieber, ich zahle sie nicht. Nein, so, aber ich werde auf jeden Fall. Also bitte, meine Herren, gleich einigen Sie sich, wer die Fahrkarten nun zahlt. Ich komme dann gleich nochmal wieder, ja? Parussell, ich bin ja so froh, dass ich Sie habe. Wieso? Weil meine Frau hat doch jetzt das größte Vertrauen zu Ihnen. Was soll das heißen? Hören Sie mal, da können wir doch heute Abend wieder mal eine Besprechung haben. Heute Abend? Ja. Ich weiß nicht, ob mein Kopf widerstandsfähig genug ist. Aber lieber Parussell. Aber von jetzt ab gehe ich auch mit. Natürlich.